Leute, die letzte Stage jetzt. Wenn ich diese Stage schaffe, dann gewinnen 5 Leute von euch ein Action-Merch. Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute spielen wir mal den Rage Runner. Viele von euch haben ja schon mitbekommen, dass ich in den Livestreams oft den Happy Runner spiele. Das ist jetzt bloß so eine ähnliche Version, bloß als sehr extrem schwierig gemacht. Ich werde das Ganze auf jeden Fall mal testen. Wenn ich es auf jeden Fall schaffen sollte, diesen schwierigen Parcours bis zum Ende durchzuspielen, dann habe ich mir überlegt, dass ich dann 5 Merches verlosen werde, also so 5 von diesen Action-Wolf Roblox-Merches. Wenn euch auf jeden Fall sowas gefällt, dass ich öfters mal Verlosungen machen soll, dann könnt ihr auf jeden Fall mal einen Like da lassen. Vergesst nicht zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren. Das wäre auf jeden Fall ganz cool. Und ich hätte gesagt, wir fangen sofort an, gleich nach dem Intro. So, mal schauen, wie es wird, Leute. Wir starten gleich mal. Also momentan sieht noch alles ganz gut aus. Ja, ist noch momentan ganz easy. Das könnten wir fast vermasselt haben. Aber wir haben es gerade noch so geschafft. Ich hoffe, es wird nicht so schwierig. Also momentan geht's noch. Wir haben auch noch knapp 5 Minuten Zeit, dass zu dem Thema das geht. Also es wäre sogar machbar, dass wir das Ganze schaffen. Mal schauen. Bis dahin waren wir schon. Irgendwo da vorne waren wir gescheitert. In irgendeinem Ding, wo man da springen muss. Das ist eigentlich noch ganz easy. Weil die sind ja hier auch irgendwie alle weiter unten. Und das hier ist das Höhere. Ach du Heilige. Leute, ich habe es gerade geschafft. Oh, jetzt sind wir weiter zum Glück. Darüber, da lang. Es gibt da auch keine Checkpoints. Also, dass das Ganze gespeichert wird oder so. Wie bei Happy Runner. Das ist alles oder nichts, Leute. Wenn man einmal vermasselt hat, dann war es das. Läuft eigentlich noch ganz gut. Aber mir kommt die Strecke auch irgendwie länger vor als bei Happy Runner. Übrigens bin ich gerade hier noch allein in der Lobby. Sehe ich gerade. Die anderen haben schon aufgegeben. Und warum geht überhaupt dieser Streifen da hinein? Aus, Leute. Was ist das? Ist es ein Bug? So, boing. Oh, come on, ey. Einfach schon wieder vermasselt. Ich werde es doch wohl noch schaffen, hier weiterzukommen. So, jetzt hier aber. Perfekt. So, und gleich sind wir wieder an der schwierigen Stage. Haben wir aber eigentlich ganz gut gemeistert. Die war auch ganz schwierig. Wir gehen mal den anderen Weg hier, Leute. Ich glaube, der sieht nicht so blöd aus. Eigentlich ganz easy hier. Wir waren bloß bei dem anderen da vorne gescheitert, wo man dann wieder so springen muss. Man muss sich halt hier wirklich extrem konzentrieren. Man darf hier keinen Fehler machen. So, und jetzt hier wird schwierig. Hier müssen wir es richtig treffen, weil wir müssen hier irgendwie hochkommen. Ich muss kurz schauen, wir müssen hier auf dieses Grüne kommen. Ja gut. Da kommen wir auf jeden Fall safe hin. Ich muss kurz schauen, wo müssen wir hin? Ach, da drüben. Ach du Heilige. Ey Leute, das war jetzt schon ganz schön krass. Okay, hier lang. Also es ist halt wirklich eine Steigerung von Happy Runner. Man merkt es einfach auch. Aber ich muss eigentlich sagen, ich gebe mich eigentlich gut. Oder Leute? Oh nee, ich hasse diese Stages. Irgendwie hasse ich sowas. Nein, come on. Wir schaffen wahrscheinlich diese Runde eh nicht mehr, weil die Zeit gleich oben ist. Aber wahrscheinlich im nächsten. Irgendwie ist nämlich auch diese Anzeige da oben verbuggt. Oder ist das normal, dass die hier über das Ziel hinausgeht? Ich glaube ja nicht. Aber es kann ja sein, dass es irgendwie dann noch so Zusatzpunkte gibt oder sowas. Es sieht halt bloß ein bisschen sehr verbuggt aus. Aber die Stage haben wir jetzt trainiert, Leute. Aber für die erste Runde, muss ich sagen, läuft es eigentlich ganz gut. So, da ist noch 9 Sekunden. Und dann ist schon die zweite Runde. Mal schauen, wie die zweite Runde auf jeden Fall wird. Boom. So, das können wir auf jeden Fall. Was habe ich jetzt geübt? Das wird was. Die hier drüben ist neu, das sehe ich. Die haben wir, glaube ich, noch nicht gehabt. Ich hoffe, ich habe auch den leichteren Weg genommen. Das zu dem Thema, wir haben den leichteren Weg genommen. Ach du Heilige. Ich hätte beinahe das Ziel hier verpasst. Aber ich muss wirklich sagen, Leute, jetzt wird es hier schon wirklich sehr schwierig. Weil man hat halt wirklich keinen Checkpoint. Und die Stages sind auch wirklich sehr schwierig. Oha, Leute. Immer im richtigen Moment abspringen. Und dann wird das auch was. Die hier ist neu, Leute, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. Ich weiß nicht, wo wir hinkommen. Ach du Heilige. Oh, jo. Ich muss wahrscheinlich... Kann ich da Anlauf nehmen? Ja, genau. Perfekt. Ach du Heilige. Ich hätte es beinahe vermasselt. Wir müssen hier drauf. Dann darüber. Gut, das ging. Es läuft. Nein! Shit, Leute. Aber ich muss wirklich sagen, wir sind eigentlich wieder weit gekommen für die erste Runde. Aber mal ganz ehrlich, es ist schon fast unmöglich, da wirklich ins Ziel zu kommen. Aber es war auch wirklich... Also ich muss sagen, bis auf den Laser, den wir getroffen haben, haben wir eigentlich gut gespielt. Gab es jetzt eigentlich nichts. So, hier ganz genüsslich vorbei hüpfen.
Jetzt können wir hier, wir gehen mal an den Lasern vorbei. Hier lang, boing, boing. Hier muss ich wieder schauen, dass ich hier drauf springe. Dann geht es hier weiter. Meine Lieblingsstage, in der ich ganz gut bin. So, und dann hier weiter. Die hier geht eigentlich auch. Man muss halt bloß im richtigen Moment abspringen. Das ist halt immer das. Aber das glaube ich bei jeder Stage so, dass man im richtigen Moment abspringen muss. Die hier finde ich da drüben auch ganz hier gechillt. Also die hier, die ist auch ganz geil gemacht. Weil da kann man hier einfach chillen. So, das ist ein bisschen was zum Aufwärmen. Aber die andere, die halt danach kommt, die, also die hier noch nicht. Die andere nach der, die ist halt wirklich schon sehr böse gemacht. Also die hier geht ganz easy. Die da drüben hier mit diesen Lasern. Boah Leute, ich muss euch wirklich sagen, die ist böse. Nein! Ich bin einfach an dem Ding vorbeigesprungen. Das kannst du gar keinem erzählen. Digga, was war das? So, wieder ganz gechillt hier. Wir müssen hier einfach nur ein bisschen laufen. So, das können wir eigentlich. Das läuft so. So, und Leute, wundert euch auf jeden Fall nicht, wenn im Hintergrund die Tastatur zu hören ist. Meine Tastatur fängt nämlich nach einer Zeit, wenn ich öfters zocke, das Quietschen an. Und ja, ich werde mir auf jeden Fall bald eine neue Tastatur kaufen, weil mit der hier kann ich irgendwie nicht so gescheit spielen. So. Leute, ich hab's immer ganz knapp drauf. Jo, und da hat, glaube ich, gerade die Leertaste komplett vermasselt. Diesen Parcours werden wir wahrscheinlich jetzt nicht mehr schaffen von der Zeit her. Wir sind aber wirklich weit gekommen eigentlich. Wir werden mal schauen, was der nächste so bringt und ob wir dann ins Ziel kommen. Das Mädchen, was gerade vor uns gehüpft ist, die ist auch nicht so gut. Also da fühle ich mich dann schon mal gleich dreimal besser, weil ich bin wenigstens weitergekommen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass sie vielleicht auf dem Handy oder so spielt. Und wenn man auf dem Handy spielt, dann ist schon schwieriger, weil man hat halt auch auf dem PC, glaube ich, mehr Vorteile. Teile, als wenn man auf dem Handy spielt, so wegen Technik und so. Oder halt, also mit Technik halt so wie mit Maus, Tastatur und so, ist halt leichter. Also ich weiß nicht, ich habe noch nie auf dem Handy gespielt. Schreibt mal in die Kommentare an alle, die auf dem Handy spielen, ob das leichter ist oder ob das jetzt schwieriger ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass es schwieriger ist. So, hier auf dem gelben, das haben wir eigentlich ganz gut gemeistert bis jetzt. Ein bisschen sehr grell, aber sonst ganz easy eigentlich. Ja, das war schon die erste, Leute. Die erste Stage schon geschafft. Oh, die wird schwierig. Ja, man hätte es auch noch komplett machen können, als es eigentlich ist. Also das muss ich wirklich schon sagen, das ist jetzt schon wirklich sehr krass. Das ist schon wirklich sehr krass. Wir müssen hier weiter. Ah, das Ding dreht sich. Ach du Heilige. Hätte mir ja jemand gleich sagen können, dass sich das Ding dreht. Aber das ging eigentlich, Leute. Hier ein bisschen hüpfen. Boah, jetzt muss ich hier aber perfekt durchspringen. Oh, das ging eigentlich. Ich habe mir irgendwie gedacht, das werde ich jetzt mehr vermasseln. Oha. Ah, jetzt habe ich gerade einen Doppelklicker drin gehabt. Ich hätte es beinahe vermasselt. Ach, hier kommt unsere Lieblingsstage, wo wir wieder ganz gechillt hier den Parcours machen in unserem schönen Tempo. Glaubt ihr wirklich, Leute, dass der Entwickler hier mal die Stages alles selber mal ausprobiert hat? Ich glaube ja nicht. Kann man einfach da durch? Ja. Ach, das ist so einfach nur, dass es sich bewegt. Aber das ging eigentlich auch. Jo, ganz easy eigentlich. Also ich muss sagen, das ging. Leute, die letzte Stage jetzt. Oha. Wenn ich diese Stage schaffe, dann gewinnen 5 Leute von euch ein Action-Merch. Und es ist sogar unsere Lieblings-Stage. Ich darf jetzt nichts vermasseln, Leute. Alles oder nichts. Und wir sind im Ziel, Leute. Wir haben es einfach geschafft. Das kannst du keinem erzählen. Ab ins Ziel, Leute. Boom. Einfach Erster geworden. Wir waren einfach in einer Lobby, wo wir alleine drin waren. Und wir haben hier sogar ein Abzeichen bekommen. Und wir haben es einfach geschafft. In einer, ey, das muss man erstmal hinkriegen. Wir waren in einer Lobby, wo keiner drin war. Wir haben es ins Ziel geschafft. Und wir haben ein Abzeichen bekommen. Und wir sind einfach Erster, weil es war ja kein anderer in dieser Lobby drin. Alles klar, Leute. Ey, wir haben es einfach geschafft. Wenn ihr auf jeden Fall Bock habt, auf einen weiteren Teil hier Rage Runner, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Vergesst auf jeden Fall nicht zu abonnieren. Leute, dann werde ich auf jeden Fall auch noch mehr Verlosungen machen für die aktiven Abonnenten. Glocke aktivieren auf jeden Fall auch noch. Und dann hätte ich gesagt, das war's mit dem Video, Leute. Haut rein. Wir sehen uns im nächsten Livestream oder im nächsten Video. Kommt drauf an, wann ihr halt das Video seht. Und ciao, euer Action Wolf.